Leute, Leute, seht ihr das? Ist das nicht wundervoll? Zersplittertes Glas, eingewachsenes Zeug und hui, also das wird bestimmt wundervoll. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pleiten, Pech und Pannen. Ich bin unterwegs mit dem eiskalten Krieger. Mit dem kalten Krieger. irgendwo, und er sagte mir, das ist irgendwas. Eine alte Pappfabrik, 1927 bis 1945. Und danach stand sie leer und wir schauen uns mal an. In dem Sinne, herzliches braunes Zeug und es geht los. Ah, die Post durchs Gemüse und durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Oder so ähnlich hieß es. Ja, das ist eine spätrömische Rundbauweise oder so ähnlich. Ja, und auch sonst kann man eins sagen, es ist, wie man schon von außen gesehen hat, groß, groß, groß und so ziemlich leer. Da hinten ist übrigens, wie man schon mal wieder sehen kann, das üblich aufgesprühte Geschlechtsteil, dieses Mal in Verbindung mit einem zweiten, was das wohl geben kann. Und ich habe mich gerade umfassend informieren lassen. Hier sieht man, also man muss sich natürlich diesen halben Dschungel wegdenken, die Anlieferung für, wir hatten gesagt, Pappe, Papierzeug. Und dort oben das weit ausgedehnte und hochgradig moderne Maschinenarsenal. Gucken wir uns gleich an. Zunächst einmal genießen wir aber die Schritte durch die geweihte Halle und erfreuen uns an Glassplittern. Ich bin mir natürlich wieder mal unterwegs mit meinen nicht taktischen Schuhen. Ich wollte euch gerade die Technik zeigen. Ich sage ja immer, es gibt noch etwas Technik. In dem Fall nicht, aber selbst das ist schon raus. Hier gibt es ein Fenster, da kann man reingucken. Oha, es wird dunkel. Also holen wir uns die Taschenlampe raus und schauen uns das kleine dunkle Kämmerchen mal an. Ja gut, kleines dunkles Kämmerleinchen. Was haben wir da? Irgendjemand scheint auf Steffi zu stehen. Oder wie soll man das interpretieren? Und irgendwas ist hier am 8.10.2012 passiert. Ja, wer weiß. Da geht's wieder hinaus in den Dschungel. Nein, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Wobei das erste große Wagnis des Tages und der ersten Urbex-Tour des Tages heute diese Treppe darstellt. Ich bin mir ja bei sowas grundsätzlich nicht so ganz sicher. Ja, Mut, auf! Es ist immer schlimm, wenn man dem Gruppenzwang unterliegen sollte. Macht sowas auf jeden Fall nicht nach. Das ist gar nicht gut. Oh, von hier aus hat man schon einen guten Blick. Nämlich auf gar nichts. Leer, nämlich komplett leer. Oh nein, wobei, Leute, schaut euch das an. Ein luftiger Lüfter. Der stand aber nicht aus Kaisers Zeiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein Typenschild, Baujahr, 67? Oder sehe ich das falsch? Also eher so ein Mondlandeding ins Kirchen. So, dann gibt es hier ein kleines Kämmerleinchen. Was haben wir hier? Ein Öltank. Und irgendwas summt hier drinne. Irgendein fettes Insekt, geht. Wir uns mal lieber weg und schauen uns noch mal die Aussicht von oben auf die Anlieferung an. Sagt ja, irgendwie Dschungel und so weiter muss man sich wegdenken. Ja, ansonsten gibt es hier oben nichts weiter Großartiges zu berichten, außer ein wunderschönes Loch. Leute, passt auf, wenn ihr in irgendwelchen alten Gebäuden drin seid, beziehungsweise macht das auf gar keinen Fall nach. Das sind, weiß ich nicht, 5 Meter oder wie hoch war die Treppe? Tut weh, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich fühle mich hier oben auch nicht wirklich wohl. So Leute, runter ist immer ein bisschen schwieriger als rauf, wenn man da auch die Höhe sieht. Ah, wir kriegen das hin. Der erste Schritt ist immer der schwierigste. Leute, bevor ihr abschaltet, da hinten, da ist noch ein Haus. Da gibt es noch irgendeine Verwaltung. Ich bin überrascht. Da geht sofort hin. Vorher noch abschließend gezeigt, wunderschöne Lampen. Aus Kaisers Zeiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ein alter Schaltkasten, Verteilerkasten. Oh Gott, beziehungsweise wohl eher eine Lampe. Ganz schön schwer, das gute Stück. Kann man das aufmachen? Nein, geht nicht auf, deswegen gleich weiter. Wieder zurück ins Grüne. Ach, wundervoll. Die Haustüre steht offen, wir werden empfangen. Okay, aber von was? Oh mein Gott. Das ist kein Verwaltungsgebäude mehr, das ist ein überdimensionierter Mülleimer. Ja, aber trotzdem müssen wir doch hier den Zuschauern, also euch, die ganze Schönheit hier nochmal ganz kurz vor Augen führen.
Also ich halte euch möglichst auf dem Boden, damit ihr das auch alles sehen könnt. Es war wohl mal ein Wohnzimmer. Irgendwann mal. Mit irgendwelchen Gläsern, die irgendeine Wohlfühlatmosphäre vermitteln sollten. Wobei, nein, Kommando zurück. Ich würde sagen, das hier ist das Wohnzimmer. Sieht auch nicht viel besser aus. Ich versuche jetzt hier gerade durch die Tür durchzukommen. Ja, und das ist wohl das einzig wahre Highlight, was ich euch zeigen kann. Da hinten, das Bad lasse ich weg, es wird nicht besser. Ein Kronleuchter haben wir noch da. Naja, eine Lampe zumindest, irgendwas in der Richtung. Muss vorsichtig sein, wo man hintritt. Ja, und ich würde sagen, wo ist der Krieger hin? Hier ist noch ein Pfad, der hier irgendwie um das Haus rumgeht. Ah, seht ihr die wandernde Taschenlampe da im Dunkeln? Ja, alles zugewachsen. Und wie es scheint, auch ziemlich leer, genau wie die Halle. Und das Dunkle müssen wir natürlich auch inspizieren. Ja, das Ganze ist hier wirklich so ein richtiger großer Abenteuerspielplatz geworden. Da haben wir irgendwelche Flaschen mit einer Flüssigkeit drin. Weiß nicht, was das sein könnte. Möchte man nicht unbedingt probieren. Sitzgelegenheiten. Und ja, Lagerfeuerstelle habe ich eben gerade schon zeigen können. Und der Rest hier, auch einmal ganz kurz gezeigt, gestaltet sich wie folgt. Müllranz und eine dunkle Ecke für... für was wohl? Keine Ahnung. Und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir genug geschichtsträchtiges, wertvolles Geschichtsgut Ranz gesehen. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ihr kennt das Prinzip. Freitag kommt vernünftiges Lost Place, Mittwoch kommt irgendwas. Sowas wie das hier zum Beispiel. Alter. Schlingpflanze. Ah, es ist immer wieder toll. Ja, bis Freitag dann, ne? Tschüss.